Wie viel verdient man eigentlich so im ersten Jahr seiner Selbstständigkeit? Nachdem ich in diesem Video vor kurzem mal ziemlich transparent und konkret über meine Ausgaben in der Selbstständigkeit über die letzten Jahre gesprochen habe, haben sich sehr viele Zuschauer gewünscht, dass ich doch das gleiche Mal mit ganz offener Ehrlichkeit über meine Einnahmen mache. Und genau das machen wir heute. Also bist du bereit für ein bisschen Finanzen und Money? Falls du neu hier bist, ein ganz kurzes Hi, ich bin Isabelle. Ich habe mir die letzten Jahre ein Online-Business aufgebaut, in dem ich anderen Menschen in die Selbstständigkeit helfe. Das heißt, ich helfe dir beim Aufbau deiner eigenen Selbstständigkeit, sei das von dem ersten Traum, von den ersten Schritten, von dem, hey, meine Selbstständigkeit ist jetzt an einem gewissen Punkt, ich möchte alles größer machen, was auch immer. Du findest da ganz viel Content zu auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe auch eine tolle Membership, das Projekt Was, wenn's klappt, dazu. Heute sprechen wir aber, wie gesagt, mal über das Thema Einnahmen und gucken uns da mal mein erstes Jahr in der Selbstständigkeit an. Ich habe auch schon im Video über meine Ausgaben, wie gesagt, ich verlinke dir das hier oben mal, gesagt, dass ich mit meinen Einnahmen und die zu teilen so ein bisschen hin und her gedacht habe, weil ich finde, gerade in unseren deutschen Köpfen steckt ja doch sehr dieses, über Geld spricht man nicht. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich hier meine Einnahmen teile oder was auch immer, dass das so unabhängig von der Summe, ob die jetzt hoch ist oder nicht, von irgendwem so aufgefasst wird als angeben oder ich weiß nicht, es gibt einfach so viele verschiedene Glaubenssätze rund um das Thema Geld und Überzeugung und irgendwer fühlt sich, glaube ich, immer angegriffen, egal was man sagt, gerade im Internet. Aber ich dachte mir, gerade nachdem unter dem letzten Video echt viel Feedback kam, so von wegen, ich bin so unsicher, ob sich eine Selbstständigkeit heutzutage überhaupt noch lohnen kann, wenn man sich Steuern, Ausgaben und so weiter anguckt und so viele geschrieben haben, boah, ich wäre dir so dankbar, wenn du mal deine Einnahmen so ein bisschen zeigen würdest, habe ich mir gedacht, wir machen das jetzt einfach mal und wer irgendwas Negatives zu sagen hat, don't do it. Macht's nicht. Ihr dürft natürlich gern konstruktive Kritik äußern, aber wer einfach seine negativen Geldglaubenssätze oder was weiß ich irgendwie loswerden will, bitte nicht unter diesem Video. Aber ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze mal ein bisschen chronologisch und wir fangen in diesem Video mal mit meinen Umsätzen aus dem Jahr 2021 an. Warum 2021? Ich hatte zwar vor 2021 schon ein Kleingewerbe und habe hier und da schon mal Freelance-Aufträge gemacht. Es war aber so, dass ich in der letzten Woche von 2020 diesen YouTube-Kanal hier gestartet habe. Und das war so der Starting Point, wo ich wirklich so gedacht habe, ich möchte mir diese Brand aufbauen, dieses Isabelle Mögelin, dieses ich habe Online-Kurse oder ich mache Beratung oder was weiß ich. Das heißt, auch wenn vorher schon mein Kleingewerbe auf Isabelle Mögelin lief, war es da eher so, ich habe hier und da mal einen Auftrag angenommen, wenn ich irgendwie für einen Reiseveranstalter einen SEO-Text schreiben sollte oder sowas. Aber es war nie so, dass das alles so unter meiner eigenen Brand läuft, unter diesem einen Ding, wie ich mir das vorstelle. Deswegen, 2021 war da wirklich so das Jahr, wo ich angefangen habe, gezielt daran zu arbeiten. Wir sehen gleich, das war auch hier noch da und da noch sehr holprig und ich habe auch andere Aufträge noch gemacht und so weiter. Aber ja, deswegen fangen wir mit 2021 an. Die Zahlen davor gucken wir uns jetzt nicht an. Ich hatte da hier und da mal einen Freelance-Auftrag, der vielleicht ein bisschen gutes Geld reingebracht hat, aber es war jetzt nicht so, dass ich kontinuierlich jeden Monat irgendwie Einnahmen dadurch hatte. Ich hatte halt in 2020 Anfang des Jahres meinen Job gekündigt und dann wirklich ein ganz wildes Jahr mit Minijob und ich verdiene kein Geld und ich krieg nichts hin und so weiter hinter mir. Also stresst dich auch da nicht. Vielleicht wirklich nur noch mal als Hinweis, dieses Jahr 2021 ist gefolgt, auch wenn es als erstes Jahr jetzt in diesem Video deklariert ist, von schon fast einem Dreivierteljahr an reiner Verwirrtheit, Ausprobieren, Scheitern und so weiter. Wir gucken uns jetzt also mal Monat für Monat an, welche Einnahmen in 2021 reingekommen sind. Ich versuche dazu immer noch so ein bisschen Kontext zu geben. Ich bin meine alten Abbuchungen oder Einzahlungen, damals die halt von meinen überwiesenen Rechnungen dann irgendwie reinkamen, nochmal durchgegangen in Kontist, meinem Geschäftskonto und habe so ein bisschen gedacht, was waren denn das für Leute? Aber ich habe, glaube ich, alles noch zuordnen können. Ich habe mir das hier alles runtergeschrieben. Wirklich noch einmal der Hinweis, bitte guck dir dieses Video rein sachlich an, nimm das als Information hin, hab danach nicht das Gefühl, oh mein Gott, die hat mehr Geld verdient, ich bin jetzt schlecht oder die hat weniger verdient, ich bin ganz, ganz toll. Nimm das einfach hin und mach damit, was du willst. Die Reise in die Selbstständigkeit ist so individuell und jeder geht da so seinen eigenen Weg. Und ich habe mich so am Anfang immer über dieses Thema Geld gestresst und oh mein Gott, der hat jetzt seinen Online-Kurs gelauncht und direkt 30 Verkäufe gehabt und ich nur 3 und jetzt bin ich schlecht und nein, wir gehen alle unseren eigenen Weg. Wir können uns gerne hier und da mal von anderen Leuten inspirieren lassen.
aber das sollte nicht an deiner heutigen Stimmung sich am Ende des Videos irgendwie bemerkbar machen. Wir gucken uns jetzt heute meine Einnahmen an. Bitte an dieser Stelle einmal festhalten, das sind meine Einnahmen. Das heißt, das sind geschriebene Rechnungen. Ich habe in diesen Zahlen die Umsatzsteuer rausgerechnet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Rechnung über 1000 Euro geschrieben habe, dann sind da noch 19% Umsatzsteuer oder 7% in ganz seltenen Fällen. Aber in der Regel gehen ja 19% Umsatzsteuer drauf. Die habe ich dann jetzt für dieses Video rausgerechnet. Das heißt, das sind Zahlen ohne Umsatzsteuer. Ich habe die hier und da ein bisschen aufgerundet. Ich habe das jetzt nicht auf den Cent genau gemacht. Hatte ich keinen Bock, das durchzurechnen. Oder auf den Euro. Das heißt, wenn das irgendwie 34 waren, dann habe ich auf 40 aufgerundet oder mal auf 50. Es geht ja mehr so um den groben Wert. Genau, habe ich alles gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe? Nee, und ganz wichtig auch noch, das sind wirklich meine Einnahmen. Das heißt, es ist nicht das, was am Ende als Gehalt auf meinem Konto landet. Da gehen noch Steuerrücklagen, Krankenkassen. Krankenkassenkosten am Anfang in der Selbstständigkeit der absolute Killer. Da will die Krankenkasse auf einmal 200 Euro im Monat von dir und du denkst dir so, lol, ich verdiene nicht mal 200 Euro. Also dafür sollte man am besten ein bisschen Rücklagen haben. Ausgaben, das wird ja alles noch gegengerechnet, durchgerechnet. Also das ist nicht das, was am Ende des Monats auf meinem Konto gelandet ist. Da kannst du dir aber ganz sicher sein. Ich war generell am Anfang der Selbstständigkeit sehr vorsichtig und habe lieber mehr Geld zurückgelegt als zu wenig und dann einfach sehr, sehr bescheiden gelebt und mir nichts gegönnt und gar nichts, weil ich zu viel Angst hatte, dass ich irgendwas falsch mache. Aber genau, wir fangen jetzt mal an mit den Zahlen. Wir fangen mal mit einem ganz grandiosen Januar 2021 an. Da habe ich nämlich ganze 0 Euro Einnahmen auf meinem Konto. Und wir gehen auch direkt weiter mit dem Februar 2021. Der ist nämlich ebenfalls ein Nullermonat. Auch da habe ich 0 Euro Einnahmen auf meinem Konto. Im März haben wir tschitsching ein bisschen Geld gemacht. Da haben wir nämlich ganze 240 Euro in Rechnung gestellt. Allerdings mit einer sehr negativen Beinote. Ich weiß noch, dass das damals nämlich so ausgemacht war mit so einem Unternehmen. Die haben über irgendeine Freelance-Plattform jemanden gesucht, der so ein bisschen Social-Media-Krams macht. Und das war so ausgemacht, dass ich quasi so einen Testauftrag für die mache, für diese Summe. Und wenn das klappt, dann würden wir weiter zusammenarbeiten. Aber irgendwie haben wir sehr aneinander vorbeigeredet. Und ich habe, glaube ich, das Ganze erstmal so ein bisschen strategischer aufgebaut und habe denen ganz viele Tipps und so eine Strategie aufgebaut. Und die wollten aber gleich eigentlich, dass ich einfach 5 konkrete Posts erstelle. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, hä, es macht doch aber Sinn, erstmal das zu machen. Und warum wollen die denn jetzt das? Und dann wollten die nicht mit mir arbeiten. Und das war so ein richtiger Downer. Das weiß ich noch, dass ich da richtig traurig war und so dachte, ich kann gar nichts, das wird nichts. Aber wie wir heute sehen, ist es doch was geworden. Der April, der sah dann schon ein bisschen besser aus. Da habe ich nämlich 300 Euro in Rechnung gestellt für eine 1:1 Beratung. Das war tatsächlich so ein Workshop. Ich weiß gar nicht, ob das 1 oder 2 Termine waren. Da hatte mich eine Mitarbeiterin von einem sehr kleinen Unternehmen gefunden, die sie war quasi für die Social Media Abteilung zuständig und sie hat quasi meinen Account oder mein Wissen oder mein Angebot zur Beratung. Ich glaube, damals hatte ich schon eine Website und habe darauf so eine Salespage irgendwie gehabt. Und das hat sie quasi ihrem Chef gezeigt und gesagt, hey, kann ich das machen? Das würde mir voll weiterhelfen. Und dann hat quasi ihr Chef die Weiterbildung bei mir bezahlt, was super cool war. Und dann haben wir so einen Social-Media-Workshop gemacht. Ich habe noch mit wem anders einen 200-Euro-Workshop gemacht. Da haben wir auch, glaube ich, 4 Stunden, die ich mit 50 Euro damals abgerechnet habe, so einen richtig intensiven Social-Media-Workshop gemacht. Das war irgendwie ein Musiklehrer, der online was aufbauen wollte. Und ich habe komplett vergessen, dass ich ja auch den gesamten Workshop vorbereiten muss. Also wirklich, ich habe da Folien über Folien erstellt. Das war wie so ein Online-Kurs quasi im Nachgang. Oder dass ich das nachbereiten muss. Und ich habe wirklich nur diese 4 Stunden berechnet. Und im Nachgang dachte ich so, Isabel, du warst echt dumm. Wirklich, der hat richtig viel Sachen für richtig wenig Kohle bekommen. Aber aus solchen Sachen lernt man. Ich glaube, jeder verkauft sich am Anfang der Selbstständigkeit völlig unter Wert. Da muss man einmal durch. Ich habe noch eine andere Beratungsstunde anscheinend mal gemacht. Da habe ich 60 Euro mit eingenommen. Und dann hatte ich aber noch einen Freelance-Kunden aus 2020. Ich glaube, da habe ich angefangen, mit denen zu arbeiten. Das war so ein Versicherungsunternehmen, für die ich Blogbeiträge geschrieben habe. Das hat mir echt nicht so viel Spaß gemacht zu diesen sehr trockenen Versicherungsthemen. Aber trotzdem habe ich da 650 Euro in Rechnung gestellt. Das heißt, der April geht mit knapp 1210 Euro oder 1200 Euro aufgerundet schon mal ein bisschen voran, wie wir sehen. Aber noch dazu gesagt, diese 650 Euro für diesen Freelance-Auftrag, das war halt nicht so richtig das, was ich wollte, weil es ja trotzdem noch dieses, Isabel ist einfach irgend so eine Freelancerin und ich wollte ja, aber Isabel hat dieses Business und verdient mit Kunden aus ihrem Business Geld. Das heißt, ich habe das damals nicht so richtig, natürlich war es Geld auf meinem Konto, aber ich habe es nicht so richtig als Erfolg gezählt, weil ich so dachte,
eigentlich will ich ja mit was anderem Geld verdienen. Dann haben wir den Mai 2021. Da habe ich einmal mit so einer Keramikbastelstudio, was bei uns um die Ecke war, einen Social Media Workshop vor Ort gemacht. Da habe ich 250 Euro Einnahmen gehabt. Das heißt, ich habe mich schon mal um 50 Euro zu diesem letzten Workshop gesteigert. Auch da habe ich aber Vor- und Nachbereitung einfach vergessen mit einzurechnen. Ich glaube tatsächlich, dass ich da so ein bisschen auf diese Vorlagen von dem anderen Workshop, den ich im April gemacht hatte, zurückgegriffen habe. Trotzdem, aber das war ganz cool. Da konnte ich irgendwie das erste Mal das Gefühl, hey, ich habe ja irgendwie richtig was drauf und die Leute stellen mir irgendwie Fragen und ich kann den Leuten weiterhelfen. Und das war richtig cool. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich da hingegangen bin. Aber die waren happy und das hat mich happy gemacht. Dann habe ich noch eine Einnahme über 120 Euro. Ich glaube, das waren 2 Stunden Social Media Beratung. Das waren so die ersten Male, wo Leute mich wirklich per E-Mail kontaktiert haben, weil sie mich auf YouTube gefunden haben. Das heißt, im April dieser Workshop war darüber und ab Mai ging das dann auch so ein bisschen los. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo ich damals so zusätzlich zu meinem YouTube-Kanal noch meinen Instagram-Kanal gestartet habe. Und da kamen wirklich hier und da mal Anfragen rein. Das heißt, einmal diese 120 Euro und dann habe ich noch 75 Euro einmal gefunden. Das waren beides, glaube ich, so Beratungen. Und ich hatte dann tatsächlich noch einen neuen Freelance-Kunden aus der Tourismusbranche. Da habe ich das Social-Media-Management für die übernommen, weil ich einfach dachte, okay, ich komme ursprünglich aus dem Tourismus. Social-Media und Tourismus kombiniert ist ganz cool. Da habe ich 800 Euro in Rechnung gestellt für den Monat. Das heißt, das waren insgesamt im Mai 1250 Euro. Im Juni haben wir 2 Einnahmen. Da habe ich einmal, das allererste Mal über meinen YouTube-Kanal tatsächlich Einnahmen generiert und habe von Google AdSense, darüber laufen quasi die Zahlungen, wenn du mit deinen YouTube-Videos Geld machst, über die Werbung, die hier platziert wird, habe ich 193 Euro überwiesen bekommen. Und dann habe ich noch 1350 einem Freelance-Kunden in Rechnung gestellt. Ich glaube tatsächlich, dass das, ich weiß gar nicht mehr, welcher Freelance-Kunde das war, müsste ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, das war auch noch so eine Freelance-Arbeit, die nicht konkret zu meinem Business war, sondern das war entweder Blogtexte schreiben oder Social-Media-Management für ein Unternehmen machen. Das heißt, im Juni kommen wir auf 1550 Euro. Im Juli haben wir wieder mit 800 Euro einen Freelance-Kunden. Ich glaube, das war Social-Media-Management für die eine Firma. Dann haben wir schon 287 Euro YouTube-Einnahmen und haben noch einmal 125 Euro für Social-Media-Beratung und einmal 75 Euro für Social-Media-Beratung. Das waren dann wirklich schon wieder Coachings, die halt über meinen YouTube-Kanal und so weiter da irgendwie liefen. Das heißt, im Juli waren das 1280 Euro knapp. Im August haben wir dann einen Sprung gemacht, da war ich anscheinend sehr fleißig. Da haben wir nämlich 340 Euro, die ich mit meinem YouTube-Kanal dann schon verdient habe. Dann habe ich 800 Euro für einen Freelance-Kunden genommen, habe 1760 Euro eingenommen für einen neuen Freelance-Kunden. Da habe ich SEO-Texte für so ein großes Startup geschrieben. Das waren echt richtig so Hamburger Business-Menschen, also so richtig erfolgreiche Leute, die schon andere Startups verkauft haben. Und da dachte ich so, okay, ich probiere das einfach mal und bin da irgendwie in so einer ganz wilden Welt, also einfach so eine professionelle Welt gelandet, weiß ich nicht, ich habe mich da langfristig nicht so gesehen. Das war tatsächlich über LinkedIn, hatte ich da eine Anfrage bekommen, aber das hat mir gutes Geld in dem Monat gebracht und dann habe ich noch wieder ein bisschen Social-Media-Beratung über dieses eigene Business hier gehabt. Da habe ich einmal einen Social-Media-Workshop mit 310 Euro abgerechnet, eine Social-Media-Beratung mit 75 Euro und dann habe ich da noch so ein Angebot gehabt, wo ich Instagram-Profilanalysen gemacht habe. Das habe ich 4-mal in Rechnung gestellt und das waren insgesamt 230 Euro. Das heißt, im August kommen wir damit auf knapp 3.500 Euro, wo ich damals so war, oh mein Gott, ich kann ja doch Geld verdienen. Der September, der war dann noch spannender. Man darf aber nicht vergessen, dass ich die Freelance-Arbeit natürlich auch echt Stunde für Stunde abgerechnet habe und dass das auch echt viel Arbeitszeit zwischendurch war. Aber im September habe ich noch einmal 60 Euro für diese Profilanalyse in Rechnung gestellt, die ich da irgendwie gemacht habe für viele Leute. Dann hatte ich 200 Euro eine Social-Media-Beratung, 150 Euro eine Social-Media-Beratung. Dann hatte ich 340 Euro YouTube-Einnahmen. Und dann habe ich 1590 Euro Einnahmen. Das war echt eine coole Geschichte. Da hat mich nämlich so ein Unternehmen auf YouTube gefunden. Und die haben für ihre Mitarbeiter so einen riesigen Kongress gemacht. Und die haben angefragt, ob ich für diesen Kongress quasi so ein Video-Tutorial machen kann zum Thema Instagram Reels. Das war 5 Minuten lang, aber ich habe dann so ein bisschen gegoogelt mit Videorechten, Medienrechten und sowas und habe denen so verschiedene Angebotspakete geschickt und die haben dieses Angebotspaket eingebucht und ich habe den 1950 Euro in Rechnung gestellt, was damals in meinem Kopf echt so war, das hat funktioniert. Also richtig cool, da habe ich mich richtig gefreut und das hat mich auch total, da habe ich nochmal so ein bisschen erkennen lassen, dass dieser YouTube-Kanal echt Leute ranbringt und irgendwie viele Menschen mich irgendwie so als,
ja, Expertin eingeschätzt haben oder wahrgenommen haben, was mir halt nochmal so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in meiner Arbeit gegeben hat. Dann habe ich nochmal 350 Euro für eine Social-Media-Beratung in Rechnung gestellt, 750 Euro für einen Freelance-Kunden, 150 Euro für eine Social-Media-Beratung, 950 Euro für einen Freelance-Kunden und nochmal 200 Euro für eine Social-Media-Beratung. Das heißt, im September habe ich, glaube ich, sehr viel gehustelt, sehr viele Stunden gearbeitet, aber das erste Mal über 5.000 Euro verdient. Ich habe nämlich 5.100 Euro in Rechnung gestellt. Im Oktober hatte ich dann so einen kleinen Turning Point in meinem Business. Ich hatte jetzt gerade so einen Moment, wo meine Freelance-Aufträge liefen und ich so dachte, ja, damit kann ich ganz gutes Geld verdienen. Aber ich war ultra unglücklich, weil ich dadurch keine Zeit hatte, mir mein eigentliches Ziel, mein eigenes Business aufzubauen, weil ich einfach so viel Zeit in diese Freelance-Aufträge gesteckt habe. Ich weiß noch, dass ich damals mit Sina, einer guten Freundin, im Coworking-Space war und sie irgendwann so sagte, Easy, willst du jetzt kurzfristig Geld verdienen oder willst du langfristig an deinem Traum arbeiten? Kündige jetzt einfach oder sag einfach diesen Freelance-Leuten, nee, ich kann nicht mehr. Und das war so ein Riesenschritt für mich, aber ich bin so froh, dass ich das damals gemacht habe. Auch wenn ich dadurch finanziell erstmal wieder ein bisschen zurückgefallen bin, hat mir das einfach die Zeit gegeben, die Zeit geschafft, ihr wisst, was ich meine, dass ich an meinem eigenen Unternehmen arbeiten kann, dass ich mir meinen Online-Kurs aufbauen kann, dass ich mehr Zeit für Coachings habe, dass ich solche Sachen machen kann. Und das war im Nachgang eine sehr gute Entscheidung, damals aber eine sehr schwere Entscheidung. Ich habe aber im Oktober dann direkt durchgepowert und anscheinend 13 Mal Social-Media-Beratung-Einnahmen gehabt. Das waren insgesamt 2.150 Euro. Ich glaube, damals hatte ich irgendeine Aktion gemacht. Ich marketingtechnisch, ich weiß überhaupt nicht mehr was. Und dann hatte ich noch 440 Euro YouTube-Einnahmen und habe mit Affiliate-Marketing über Amazon noch 25 Euro gemacht. Whoop. Das heißt, im Oktober kommen wir auf 2.600 Euro. Im November habe ich dann nur dreimal Social-Media-Beratung gemacht und hatte 600, also dafür habe ich 600 Euro bekommen und habe 610 Euro YouTube-Einnahmen gehabt. Das heißt, der November lag bei 1.200 Euro. Da weiß ich aber auch, dass ich da super viel Zeit in meinen Online-Kurs gesteckt habe, weil der, glaube ich, Ende Dezember, Anfang Januar das erste Mal gelauncht hat. Dementsprechend habe ich im Dezember auch nichts verdient, außer meine YouTube-Einnahmen, was 630 Euro waren. Also ich hoffe, das war mal ein ganz hilfreicher Einblick in meine Einnahmen aus dem ersten Jahr der Selbstständigkeit. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, ob ich das auch mal mit 2022 und 2023 weitermachen soll. Gib dem Video auch gerne einen Daumen nach oben, wenn ich das machen soll. Wenn du jetzt noch meine Ausgaben mal im Vergleich sehen möchtest, dann verlinke ich dir das Video hier an der Seite. Alternativ kannst du dir auch gerne mal was zum Thema Money Mindset in der Selbstständigkeit anschauen. Dazu habe ich nämlich auch schon mal was gemacht. Ansonsten Daumen nach oben nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin erstmal, ciao!